Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! In der Nacht auf den 29. Mai 1993 verlor die Familie Gensch 5 Familienmitglieder. Die Erinnerung an die 5 getöteten Frauen und Mädchen der Familie Gensch wachzuhalten, ist ein ganz zentraler Teil der Erinnerungskultur unseres Landes. Wir werden Gürsün Inche, Hatice Gensch, Gülistan Öztürk, Hülya Gensch und Saime Gensch nicht vergessen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns heute so ganz selbstverständlich eine Einwanderungsgesellschaft nennen, das war ja nicht immer so. Als in den 50er, den 60er, den 70er Jahren Menschen als Arbeitskräfte angeworben wurden, da nannte man sie Gastarbeiter. Man erwartete, dass sie irgendwann in ihr Herkunftsland zurückkehren würden. Und auch Mevlüde und Durmisch Gensch wanderten in den 70er Jahren nach Deutschland ein. Und sie blieben mit ihrer Familie. Herr Gensch, liebe Familie Gensch, danke, dass Sie heute da sind. Anfang der 90er Jahre, kurz nach der Wiedervereinigung, wurde rassistisch aufgeheizt über die Aufnahme von Geflüchteten diskutiert. Und trotz der Pogrome und Anschläge von Mölln, Rostock-Lichtenhagen oder Hoyerswerda wurde am 26. Mai 1993 im Deutschen Bundestag der sogenannte Asylkompromiss und damit eine erhebliche Beschneidung des Asylrechts beschlossen. Für Neonazis und Rechtsextreme muss das eine Bestätigung für ihre menschenverachtende Hetze gewesen sein. Und nur 3 Tage später brannte in Solingen das Haus der Familie Gensch. Und ich finde, das sollte uns sehr nachdenklich machen, nachdenklich darüber, wie wir als Politikerinnen und Politiker diskutieren, wie wir kommunizieren und was wir sagen. Am kommenden Montag jährt sich dieses furchtbare Ereignis zum 30. Mal. Der Brandanschlag von Solingen hat tiefe Narben in die Geschichte unseres Landes hinterlassen. Viele, insbesondere junge Menschen mit Migrationsgeschichte in Nordrhein-Westfalen, hat dieser rassistische Anschlag sehr geprägt. Wenn man mit ihnen spricht, dann kann man erahnen, welche Angst und Wut damals in der Luft lag. Und diese Verunsicherung begleitet eine ganze Generation bis heute. Neben der Erinnerung an die ermordeten Mitglieder der Familie Gensch ist der Jahrestag auch ein wichtiger Anlass, über Kontinuitäten rechtsextremer Gewalt in Deutschland zu sprechen. Denn Solingen ist kein Einzelfall. Rassistische Gewalt in der Bundesrepublik begann nicht erst mit den 1990er Jahren. Und auch heute geht die größte Gefahr für unsere demokratische Gesellschaft vom Rechtsextremismus aus. Um Rechtsextremismus zu bekämpfen, stärken wir die Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus. Wir stärken die Präventionsarbeit. Wir reagieren auf neue Phänomene, wie etwa die Verbreitung von Verschwörungserzählungen. Wir gehen gegen rechtsextreme Akteure vor, indem wir den Ermittlungsdruck gegen rechtsextreme Straftaten hochhalten. Gemeinsam, das ist eine gemeinsame Verantwortung und Aufgabe aller Demokratinnen und Demokraten, gegen Rechtsextremismus konsequent vorzugehen. Mir ist aber auch wichtig zu sagen, dass wir über Rechtsextremismus nicht losgelöst diskutieren können von Rassismus und menschenverachtenden Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft. Und deshalb ist es wichtig, neben der Bekämpfung des Rechtsextremismus für wirksame Antidiskriminierungsstrukturen zu sorgen, diejenigen zu stärken, die von Rassismus und Diskriminierung in unserer Gesellschaft betroffen sind, ein eigenes Landesgesetz zu schaffen, um die Schutzlücken des AGG zu schließen, eine Landesantidiskriminierungsstelle zu schaffen. Denn jeder Mensch soll ohne Angst vor rassistischer Gewalt oder Diskriminierung in Nordrhein-Westfalen leben können. Bereits unmittelbar nach dem Anschlag rief Mevlüde Gensch zur Versöhnung auf und sie tat alles dafür, die Erinnerung wachzuhalten. Und mir ist dabei eines sehr in Erinnerung geblieben bei einer der vielen Veranstaltungen, die ich miterleben durfte, auf der Mevlüde Gensch gesprochen hat. Mir ist in Erinnerung geblieben, wie Mevlüde Gensch vor einigen Jahren von ihrer Enkelin Saime berichtete.
dass Saime sich so sehr gefreut habe, dass sie bald endlich den Kindergarten besuchen dürfe. Dazu ist es nicht gekommen, weil die kleine Saime im Alter von gerade einmal 4 Jahren ermordet wurde. Die Geschichte von Saime ist die Geschichte eines nicht gelebten Lebens. Alle 5 Frauen und Mädchen, alle waren ja sehr jung, hatten noch ihr ganzes Leben vor sich. Und der Gedanke daran, was das bedeutet, was sie alles nicht erleben konnten, das macht mich wirklich tief traurig. Und der Schmerz der Angehörigen, den können wir, glaube ich, nur erahnen. Nie wieder sollen Eltern und Großeltern ihre Kinder durch einen rechtsextremen Anschlag verlieren. Und wir als Demokratinnen und Demokraten müssen wirklich alles für dieses Nie wieder tun.